Namaste zusammen, schön, seid ihr wieder da, Fam. Und es gibt eine kleine Belohnung, und zwar wieder eine fantastische Geschichte. Und das Mal geht es darum, hat er gewusst, dass Eritrea, genauso wie die Schweiz, eine mega lange Radsporttradition hat. Das habe ich einfach nicht gewusst. Aber dank der Begegnung mit dem Haben habe ich auch das gelernt. Aber nicht nur das, sondern auch, dass Radsport zur Integration beitragen kann. Also, ich komme von Eritrea, von so einer kleinen Stadt, heißt Dekamhare. Ich lebe mit meinen Eltern, ich habe 5 Geschwister. 5 Geschwister? Ja. Wow, okay. Kannst du dich noch erinnern, wie es war, von Eritrea hier hinzukommen in die Schweiz? Es war schon ein bisschen speziell für mich, aber nach ein paar Monaten habe ich so ein paar Kollegen kennengelernt. Mit denen rausgegangen. Ich habe mit Kultur und so gepasst, aber sonst. Erzähl mal, wie bist du zu diesem Radfahrclub gekommen? Ich war eigentlich am Trainieren mit meinem Bruder und meinem Kollegen. Und unterwegs war ich so, wir waren am Trainieren im Berghofen. Dann ist eine Person gekommen, die hat mir gesagt, dass wir drei gute Bergfahrer sind. Er hat uns gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr bei unserem Club kommen, beim Erz Olympia Biel. Es war also ein guter Start. Ja, und so bin ich eigentlich so Velofahrer. Hast du eigentlich Vorbilder, Rennsportler, die sagen, hey, irgendwann wollte ich wie er sein oder sogar noch besser? Er heisst Merhaj Kudus. Er ist jetzt beim Profiteam, beim Gemischen Daten. Here comes Kudus, closing the gap. Er ist sehr, sehr gut Bergfahrer. Vor allem fährt er sehr mit Kopf. Er tut welche studieren und nicht mehr machen. Was ist dein grösster Wunsch? Was möchtest du mal erreicht haben? Radrennrad bedeutet für mich nicht einfach so ein Hobby, sondern es ist für mich so wie eine Leidenschaft. Also dieses Jahr ist mein Ziel, dass ich WM fahren mit dem eritreischen Nationalteam. Auf I Believe in You ist so eine Crowdfunding-Seite, so ein Projekt gestartet und hat seine 3.250 Franken zusammenbekommen. Für was brauchst du das Geld? Ich brauche für mein Nestle, dass ich gut trainieren und gut rennen fahren ohne Probleme. Und dass ich mich ein bisschen verbessern und weiterfahren kann. Dann bist du startklar für die grossen Rennen? Ja. Perfekt. So, jetzt treffen wir den Trainer, das ist der Hans, und er ist in der ersten Minute mit dem Haben hier am Trainieren. Wie hat er das am Anfang gemacht, wenn einer frisch aus Eritrea hier ankommt und noch kein Wort Deutsch, geschweige denn Berndeutsch, Schweizerdeutsch kann? Ja, durch das, dass er so Freude im Radsport hatte, hat man natürlich mit Hängen und mit Gästen hat man sich können verständigen, und dann ist das relativ schnell gegangen. Ist Radsport ein Thema in Eritrea oder ist es für ihn eine komplett neue Welt gewesen, als er hier in die Schweiz kam? Ja, wenn jemand aus Afrika kommt und Velofahrt, wird er ein bisschen belächelt, hat man das Gefühl, ja, die haben doch keine Velo dort unten. Aber Eritrea hat eine sehr grosse Geschichte im Radsport. Es hat einige Profis, die sehr erfolgreich unterwegs sind in Europa, bei renommierten Profimannschaften. Und das ist natürlich auch für die jungen Rennfahrer der Ansporn, dass sie den Weg auch schaffen und sich dementsprechend nachher engagieren in der Schweiz. Und so ein bisschen von den Regeln her hat er am Anfang noch nicht ganz gecheckt, was für Regeln hier gelten. Das war natürlich schwierig, das ist klar. Ja, aber da ist vielleicht wieder das Afrikanische gehen. Man fährt mal so ein bisschen wie auf der Dorfstrasse und da kann nichts passieren. Aber es ist halt hier schon ein Bruch der Regeln, dass die Sicherheit gewährleistet werden kann für alle Rennfahrer. Und wir wollen nicht, dass wir damit Leute ins Spital müssen. Das sieht aber recht harmlos aus. Ist das wirklich so gefährlich? Oder? Ja, jetzt die Kurven, die sind 46 Grad schräg, also das heisst, es ist über 100% Steigung, und da muss man immerhin mit 30 Stundenkilometern durchfahren, dann rutscht man runter, und auch wenn man sonst unterwegs ist, fahren wir da Millimeter nebeneinander, und wenn man sich irgendwie falsch berührt oder zu früh Kurven macht oder so, dann ist man sofort, fällt man um, und die schmalen Pneus, die haben nicht so viel Grip, und dann ist man schnell am Boden. Also 30 Stundenkilometer bringt man da auf die Bahn hin? Das ist die Minimalgeschwindigkeit. Dann gehen wir bis 70, 75, die schnellsten Sprinter.
die machen ja, Tempo, wo man innerorts grosse Busse bekommt, wenn man da durch Rennen mit diesem Tempo fahren. Ist schon mal perplex geworden. Hier drauf, ja, nur von den Reportern natürlich. Aber ja, das, wenn man das auf der Straße machen mit diesem Tempo und das würde man herbringen, dann könnt ihr das schon Busse geben. Tea Time, Leute. Hey, so Leute wie der Haben und Hans, die geben mir Hoffnung für die Menschheit, dass wir glücklich miteinander zusammenleben können und nicht immer nur das Negative sehen. So die offene, positive Art, muss ich sagen, hey, gefällt mir mega, top Sache. Und sehr, sehr spannend im Fall ist mein Gast in der nächsten Woche. Es ist ein 80-jähriger Mann, der sein Leben riskiert hat, als er jung war. Er ist nämlich illegal von Mount Everest. Was geht die einem vor in so einem Moment? Also, ich habe einfach mir überlegt, was mache ich jetzt? Mhm. Es ist also ums Überleben gegangen. Wie müssen wir jetzt vorgehen, dass wir wieder rauskommen? Also, der Überlebenswille dominiert und nicht irgendwelche Emotionen. Damn.